Der linke Fuß, der hing nur noch so an einer schwarzen, wie als wenn man wie ein Bindfaden sah das aus. Und der restliche Bein war total schwarz. Es war praktisch die letzte Sekunde, dass er gerettet wurde. Man sah, dass er ganz am Anfang, wie er das erste Probeversuche machte, schon mal sich drauftrat und einen Schritt weitermachte. Und jetzt sah man, dass man die Flügel mitnahm, um auf jeden Fall zu humpeln. Als Fußersatz haben wir eine Kugelform gewählt, eine runde Kugelform, um das Risiko, dass er sich damit selbst verletzen kann, zu minimieren. Also das heißt, ich müsste wahrscheinlich noch mehr Training mit mir machen, Lauftraining, dass das viel mehr im Rhythmus reinkommt, ne? Zum Gesicht hochschwenken. Das ist ganz schlimm. Das ist Natur. Ja. Lassen Sie ruhig. Bitte. Bitte. Und bitte. Hallo Fee, dein Frühstück. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm her, komm. Nur komm her. Komm. Nur komm her, komm. Nur komm her. Komm.
Ich war gerade hier im Garten am Rasenmähen, kam eine Frau aufgeregt, die wollte mit ihrem Hund eigentlich Gassi gehen und hat auf einer Wiese neben der Straße, wo sie ihren Hund immer ausführt, gesehen. Und um diesen liegenden Storch standen noch drei weitere herum. Und dann bin ich so, wie ich war, mit dem Kescher und ihrem Wagen und Hund dahin gefahren. Und tatsächlich lag auf der Wiese ein Storch. Ich konnte aber den nur von hinten sehen und der Kopf war auch ganz runter ins Gras gebeugt. Und um mich herum standen tatsächlich noch drei voll ausgewachsene Störche. Dann habe ich geschaut, wo der Wind herkommt und habe mich dann langsam auf der Wiese dem Storch genähert und konnte mittels großen Kescher dann den Storch einholen. So, und während ich denn den Storch geborgen habe, konnte ich dann feststellen, dass auf der Seite, also der linke Fuß, der hing nur noch so an einer schwarzen, wie ein Bindfaden sah das aus. Und der restliche Bein war total schwarz. Da habe ich in dem Moment natürlich gedacht, Strom ist hier im Spiel gewesen. Ja, also das ist scheinbar bei ihr im Gehirn noch nicht ganz angekommen, nach dem Motto, ich habe jetzt ein Ersatzbein, ich kann voll und ganz damit laufen. Das heißt, wir müssen heute bei der Kontrolle schauen, ob eventuell Druckstellen sind. Ist ja nun knapp eine Woche her, dass die erstmalig anprobiert ist. Die hat noch nicht das scheinbar ganz, auf Deutsch, wenn man sagt, geschnallt, ich habe ein Ersatzbein, ich kann da voll mit rumflitzen. Ja, also das heißt, ich müsste wahrscheinlich noch mehr Training mit mir machen, Lauftraining, dass das viel mehr im Rhythmus reinkommt. Ne? Das ist so eine Art wie Physiotherapie. Das heißt, ich gehe im Abstand von einem Meter hinterher, rede ihr zu und dann mache ich manchmal, als wenn ich so ein bisschen wie in die Hände klatsche. Sie macht aber Gott sei Dank keinen Anstand, dass sie starten will. Also sie ist voll flugfähig. Also das ist das Gute. Deshalb gehen wir auch aus Sicherheitsgründen immer in die Scheune und machen das und nicht hier draußen, sonst wäre auf einmal die ganze Mühe umsonst gewesen. Keine Chance. Der war so geschwächt, weil er nicht mehr schreiten konnte. Er konnte ja nicht so mit seinen anderen Kollegen auf der Wiese mithalten und Futter aufnehmen. Und deshalb hat er ja auch unten gelegen. Er war total, es war praktisch die letzte Sekunde, dass er gerettet wurde. Na, habt ihr noch gar nicht gefressen? Was ist denn los? Hallo? Nun komm mal her, komm. Na, komm mal her, jawohl. Komm mal her. Nee, deshalb ist zu überlegen, ob man eventuell das noch alles ablässt, bis die total verheilt ist. Ja. Das ist die Frage. Das ist ja die Frage, Sie müssen mal sagen. Ja. Weil ich habe gesagt, das ist ja, was mir fehlt, die Zeit, man müsste theoretisch. Ja, das heißt, ich muss immer so im Abstand 1,5 Meter hinter ihr hergehen,
dass er das jetzt das eingezogene Bein runternimmt und der Kopf anfängt zu denken, ich kann laufen, ich habe ja ein neues Bein. Aber ich habe den Eindruck, dass er noch nicht ganz so angekommen ist. Und sie versucht immer, das defekte Bein zu schonen. Na, man sieht es ja, wenn ich jetzt hingehe gleich, dann macht sie das Bein runter. Und sobald, denn wenn sie Chance hat, geht es wieder hoch, steht sie gerne auf ihrem gesunden Bein. Ne?